Mai 2016. Nürburgring, Nordschleife. Zeit für das wohl größte Motorsport-Event der Welt. Vorhang auf für das 44. ADAC Zürich 24-Stunden-Rennen. Über 600 Fahrer stellen sich in diesem Jahr dem Abenteuer Grüne Hölle. Mit dabei viele DTM-Stars, echte Nordschleifen-Legenden und die zweite Generation großer Fahrernamen wie Asch oder Ludwig. Ein besonderes Rennen, auf das Fans lange gewartet haben. Die Liste der Teilnehmer ist lang. Über 160 Autos sind am Start, um in ihren Klassen um den Sieg zu fahren. Ob Porsche oder Lamborghini, Subaru oder Opel Manta, Traumsportwagen oder Kultauto. Es sind genau diese Fahrzeuge, die die Herzen der Fans höher schlagen lassen. Die Bandbreite der zugelassenen Fahrzeuge ist groß. Beim 24-Stunden-Rennen sind reinrassige GT3-Sportwagen gemeinsam mit seriennahen Kleinwagen auf der Strecke. Neben der üblichen Sicherheitsausstattung muss das Fahrzeug im Aufbau in eine der insgesamt 26 verschiedenen Klassen passen. Und die gut 160 Fahrzeuge brauchen Platz. Die vielen Teams werden auf 33 Boxen aufgeteilt. Ganz entscheidend beim großen Fahrerfeld eine gute Platzierung im Qualifying. Die großen Favoriten kommen von Mercedes. Gleich drei AMG GT3 landen in den Top 4. Stark, das Haribo Racing Team startet von Platz 3 und 4. Wir haben eine gute Ausgangslage, wirklich sehr gut. Vier Fahrer auf zwei Autos, wie gesagt, in der gleichen Startreihe. Ich glaube, wenn man das planen müsste im Qualifying, würde man es nicht schaffen. Und wir haben es gestern mit Glück gepackt, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Und die Ausgangslage könnte nicht besser sein. Am Anfang ist es wichtig, im Rennen vorne mitzumischen, dabei zu sein. Wetterkapriolen können ganz schnell hier eine Rolle spielen. Ganz klar ist es, dass es regnen wird im Rennen. Und deswegen, wenn man am Anfang vorne dabei ist und einen gewissen Vorsprung schon hat oder dabei ist einfach im Rennen, dann kann alles passieren. Auf Startplatz 2 geht der massive BMW M6 mit der Nummer 18 ins Rennen. Der erfahrene Jörg Müller fährt für sein Team die Anfangsphase des Langstreckenklassikers. Er weiß genau, was zu Beginn entscheidend ist. Du, das ist ein langes Rennen und beim 24-Stunden-Rennen kommt es, glaube ich, nicht auf die erste Schikane an. Es ist immer gut, wenn du vorne so in den ersten 4-5 Leuten mitfährst, weil da meistens auch beim Überrunden, wenn du auf die ersten Gruppen auffällst, zieht es sich recht auseinander, aber die ersten 4-5 sind immer gut zusammen. Und wenn du da drin bist, dann reicht das eigentlich. Also bei uns ist erstmal wichtig, dass wir ohne Berührung durchkommen, das Lenkrad auch nach morgen früh, wenn es 8, 9 Uhr wird, das Lenkrad dann noch schön gerade steht, dass die ganzen Flips da vorne noch dran sind und dann schauen wir mal weiter. Wenn wir es bis da geschafft haben, ohne irgendeine Kollision, ohne irgendwie im Aquaplaning abzufliegen, dann bist du schon ganz weit vorne. Abklatschen kurz vor dem Start beim AMG-Team Black Falcon. Ihr blauer Mercedes AMG GT3 mit der Nummer 9 steht auf Startplatz 1. Eigentlich eine ganz entspannte Position, nur mit fast 160 Autos im Rücken. Optimale Voraussetzung, weil man sich am Anfang, wenn wir Glück haben, können wir uns ein bisschen absetzen und sind einfach aus den ganzen Themen raus, die so in den ersten Runden entstehen. Und das Risiko wird einfach wesentlich minimiert. Und vor allen Dingen, wenn es anfängt zu regnen und wir fahren vorne, fahren nicht in der Gischt, ist einfach weniger Risiko. Dann rollen die Kraftpakete los zur obligatorischen Einführungsrunde über die 25,378 Kilometer lange Strecke. Für die Fahrer Zeit, die Konzentration zu schärfen und die Reifen für einen perfekten Start vorzubereiten. Mittendrin eine echte Legende. Der Opel Manta von Kissling Motorsport. Seit 1994 mit dabei und nicht mehr wegzudenken von der Nordschleife. Es ist gleichzeitig eine Runde für die Fans, die ihren Lieblingsteams noch einmal kurz vor dem Start ganz nah sein können. Nur in der Einführungsrunde dürfen sie unmittelbar an der Streckenmauer letzte Grüße an die Fahrer senden. Die Stimmung außerhalb der Cockpits entspannt. Alle fiebern jetzt dem großen Start entgegen. Anders sieht es in den Rennwagen aus. Für die erste von drei Startgruppen, bestehend aus den schnellsten 30 Fahrzeugen vom Qualifying, stehen die Ampellichter auf grün. Jetzt kann es endlich losgehen. Polesetter und Startfahrer Maro Engel im blauen Mercedes startet gut.
biegt vor Jörg Miller im weiß-schwarzen BMW M6 und den beiden Haribo AMGs in die Mercedes-Arena ein. Auch dahinter geht alles gut. Alle Piloten wollen einen Crash in der Anfangsphase aufgrund der Länge des Rennens unbedingt vermeiden. Engel versucht direkt einen Vorsprung herauszufahren. Das gelingt ihm ziemlich gut und er kann sich leicht von seinen Verfolgern absetzen. Nur Müller im BMW kann den Anschluss halten und bleibt in Schlagdistanz. Kurz darauf wird es auch für die zweite Startgruppe ernst. Auch hier wird, wie gewohnt, fliegend gestartet. An der Spitze Rennwagen aus der SP9-Klasse. Jene Klasse, die am Ende den Gesamtsieg unter sich ausmachen wird. Zuletzt nähert sich auch Startgruppe Nummer 3 der Startlinie. Feuerfrei zur 24-Stunden-Hatz. In Startreihe 1 Volker Stritzek, Opel-Sportchef im legendären Opel Manta. Auch hier keine großen Probleme in den ersten Kurven. Für die meisten Teams ist es ein optimaler Beginn in ein langes Rennen. Das gilt aber nicht für alle. Alles andere als optimal, der Start des Walkenhorst BMW. Schon nach kurzer Zeit befindet sich der M6 mit Christian Krognis wieder in der Box. Lange dauert die frühe Pause aber nicht. Das nächste Top-Team, das wichtige Zeit verliert. Der Mantai Porsche mit einem Reifenschaden muss sich in Zeitlupentempo irgendwie zur Box retten. Für die Piloten Otto Kloß, Dieter Schmidtmann, Jens Richter und Robert Renauer eine ganz schlechte Anfangsphase. Gleiches gilt für die vier Argentinier im 911er Porsche. Ein Reifenschaden vorne links vermiest den ersten Teil des Rennens. An der Spitze können sich Engel und Verfolger Müller weiter von der Konkurrenz absetzen. Der Mantai Porsche mit der Nummer 12 hat es in die Box geschafft. Das Problem wird lokalisiert. Der 911 GT3 R erstmal in die Box geschoben. Das Rennen ist erstmal auf Standby. An der Spitze weiter Maro Engel, gefolgt von Jörg Müller. Dahinter mit etwas Abstand die beiden Haribo Mercedes. Erster Gewinner der Anfangsphase aber ist Christian Hohnadel, der mit seinem silbernen AMG von Startplatz 9 auf Platz 5 vorgefahren ist. Haribo Racing auf 3 und 4 stark. Die jeweils vier gleichen Fahrer können so verschiedene Einstellungen an den Autos testen, um sich am Ende auf einen perfekten Wagen festzulegen. Die Spitze weiter eng zusammen. Jetzt folgen die ersten Überrundungen. Immer ein heikles Thema, nicht nur für die Top-Autos, sondern auch für die deutlich langsameren Fahrzeuge im Feld. Das zunächst gute Wetter scheint sich dann aber zu verändern. Über der Grand Prix-Strecke kündigen erste dunkle Wolkenregen an. Und der kann es in der Eifel in sich haben. Aber wo regnet es auf dem mehr als 25 Kilometer langen Kurs als erstes? Wann ist die richtige Zeit, auf Regenreifen umzustellen? Ein richtiges Bauchgefühl kann jetzt Gold wert sein. Die Führungsautos bekommen es immer mehr mit Verkehr zu tun. Bei den Überrundungen jetzt auch der Opel Manta dabei, der in der Klasse SP3 um den Gesamtsieg kämpft. Für das Kultauto mit dem Fuchsschwanz ist es bereits das 22. 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Circa 45 Minuten kommt Martin Ragginger wegen Reifendruckverlust unplanmäßig in die Box. Das Falken Motorsports Team löst das Problem schnell und nutzt den Stopp, um nachzutanken. Die Strategie wird im Rennverlauf angepasst. Weiter geht's.
Auch beim favorisierten Fricadelli Racing Team keine guten Nachrichten. Patrick Huismann ist mit Elektronikproblemen in der Box und verliert wichtige Zeit auf die Konkurrenz. Und die hat gut 45 Minuten nach Rennstart immer mehr mit den Wetterbedingungen und der Strecke zu kämpfen. An bestimmten Bereichen der Nordschleife öffnet der Himmel seine Schleusen. Regen. Die Autos haben auf Slicks keine Chance. Und als es zusätzlich anfängt zu hageln, beginnt das große Chaos. Land unter, kann man da nur sagen. Es war unglaublich. Runde 6 war es noch leichter Regen. Runde später war dann Hagelkörner und das Wasser war wirklich Zentimeter hoch gestanden auf der Strecke. Nach dem Flugplatz vor Arenberg, das ist so ein schneller Streckenabschnitt. Und da hat es dann auch leider gescheppert. Wir sind gut durchgekommen, aber selbst der BMW vor mir ist rechts in die Leitplanke, links in die Leitplanke. Der war ein paar km/h schneller als ich. Aber ja, das reicht dann schon, dass man abfliegt. Also ich habe das Baby quasi in die Box zurückgetragen, auch der Uwe. Beide Autos sind wieder hier, unbeschädigt. Wir machen jetzt ein bisschen noch Änderungen und dann gucken wir, wie es weitergeht. Aber das Wichtigste ist mal, dass keiner verletzt ist. Es war unglaublich, wo ich ankam, waren glaube ich schon 10, 15 Autos draußen gelegen. Und ich habe nur gehofft, dass jetzt da keiner von hinten ankommt und einschlägt, weil das muss nicht sein. Vor allem nach einer Rennstunde nicht. Ein Opfer fordert das plötzliche Wetterchaos aber. Das Rennen selbst. Rote Flagge, Rennabbruch, nach gut 50 Minuten geht nichts mehr. Im Bereich Arenberg hat es innerhalb kürzester Zeit so stark gehagelt, dass die Strecke in diesem Abschnitt komplett vereist ist. Die bulligen GT3-Kraftpakete antriebslos. Sie stehen still. Die letzten gestrandeten Fahrzeuge werden in die Box geleitet. Das Rennen ist für mindestens 2 Stunden unterbrochen. Racing bei diesen Bedingungen unmöglich. Für die vielen Fans an der Strecke und auf den Campingplätzen ist das Wetter natürlich kein willkommener Gast. Trotzdem. Sie lassen sich die gute Stimmung nicht nehmen. Der führende Maro Engel schafft es sicher zurück an die Box. Seine Teamkollegen froh, dass ihrem Fahrer und dem Auto nichts passiert ist. Da war echt viel Regen. Da lief richtig viel Wasser über die Strecke. Fast jedes Auto ist abgeflogen. Er sagte, er ist so langsam gefahren, wie er konnte und war trotzdem Passagier in seinem eigenen Wagen. Es war super schwierig, aber er hat es geschafft, das Auto in die Box zurückzubringen. Jetzt nehmen wir ein paar Veränderungen am Auto vor, um später keine Probleme zu kriegen. Das sind Extrembedingungen auf der Strecke. Herzlich willkommen am Nürburgring. Jetzt ist es auch für die Streckenposten ein Kampf gegen die Zeit. Mit vereinten Kräften arbeitet man daran, den Grand Prix-Kurs und die Nordschleife so schnell es geht wieder befahrbar zu machen. Gute Laune auf jeden Fall bei den Crewmitgliedern, die ihre Autos in einem Stück wieder zurückbekommen haben. Alle anderen Teams müssen die Zeit bis zum Restart nutzen, um ihre Fahrzeuge wieder konkurrenzfähig zu machen und ein taktisch gutes Regensetting zu wählen. Hektik in der Boxengasse. Yeah.
Auch im Kontrollraum hat die Rennleitung jetzt Hochbetrieb, um den Neustart festzulegen. An welchen Streckenbereichen fällt noch Regen? Wo und wann kann wieder gefahren werden? Ganz entspannt Klaus Ludwig, dreimaliger Sieger des 24-Stunden-Rennens. Er unterstützt Sohn Luca im Mannfilter-Team Zackspeed. Ganz anders sieht es bei Olaf Mantai aus. Der routinierte Porsche-Teamchef droht der Verlust eines weiteren Fahrzeugs. Schon das frühe Aus der Speerspitze mit Nick Tandy, Earl Bamber, Patrick Pillet und Kevin Estre. Ein ganz bitterer Verlust im Titelkampf. Nach einem kurzen Check der Rennkommissare schaltet die Boxenampel etwas mehr als 2 Stunden nach Rennabbruch wieder auf grün. Die Fahrzeuge dürfen endlich wieder in die Startaufstellung fahren. Oder auch rollen. Die Tribünen nicht mehr ganz so voll wie zu Beginn um 15.30 Uhr, aber trotzdem noch einige Fans, die sich den Restart nicht entgehen lassen wollen. Bevor es richtig losgeht, gibt es gleich mehrere Einführungsrunden, um den Fahrern die Möglichkeit zu geben, sich auf die schwierigen Bedingungen einzustellen. Das würde Philipp Eng von Rover Racing auch gerne. Sein BMW M6 GT3 anscheinend aber nicht. Hilflos steht der 26-jährige Österreicher auf der Strecke und muss alle Fahrzeuge passieren lassen. Mit Manpower schafft es Eng zwar irgendwie von der Strecke, aber ohne Abschleppseil geht erstmal nichts mehr. Der nächste Halt, wieder die Boxengasse. Jetzt befinden sich alle 3 Startgruppen wieder auf der Strecke, bereit, das Rennen fortzusetzen. Titelverteidiger Christopher Mies sieht dem Neustart aufgrund des Regens aber noch skeptisch entgegen. Schwierig für die Piloten, während es in einigen Bereichen noch stark regnet, sind andere Abschnitte schon wieder fast trocken. Das gibt es fast nur auf der Nordschleife. Der Restart in der Dämmerung bei eingeschaltetem Licht. Kein gutes Renn-Comeback für den führenden Maro Engel im blauen Mercedes. Schon nach kurzer Zeit verliert er Platz 1 an Jörg Müller im Yokohama S und wird anschließend bis auf Platz 5 durchgereicht. An der Spitze Müller mit einer Schrecksekunde auf der noch glatten Strecke. Sein Ausrutscher aber ohne Folgen und Positionsverlust. Kurz darauf greift die 2. Startgruppe wieder ins Rennen ein. Auch hier wird noch vor der 1. Kurve attackiert. Dann kommt die Zeit von Frederik Werwisch im schwarz-roten Audi R8 vom Team WRT. In der Arenberg-Kurve drückt er sich in einem harten Zweikampf zunächst an Christian Hohennadel vorbei. Kassiert anschließend auch Jörg Müller. Und attackiert kurz darauf sogar Markus Paltala, der zwischenzeitlich die Führung übernommen hat. Der fliegende Holländer kommt aus Belgien. An der Spitze also Markus Paltala in einem Rowe BMW, gefolgt von Frederik Werwisch im Audi R8 und Christian Hohennadel im Mercedes. Hohennadel kontert, holt sich den zuvor verlorenen 2. Platz von Werwisch zurück. Der HTP Motorsportpilot geht in der Mühlenbach-Schleife am Audi vorbei und ist jetzt wieder erster Verfolger von Paltala. Ein ganz starkes und mutiges Manöver des 39-Jährigen auf der Außenbahn. Die Strecke immer noch nass und rutschig. Ein Überholvorgang wie dieser immer noch ziemlich riskant. Der BMW M6 von Jörg Müller, der kurz nach dem Restart in Führung gegangen war, steht nur 2 Runden danach in der Box. Die Fahrwerksabstimmung muss geändert werden.
Der unfreiwillige Stopp kostet dem Schubert Motorsport-Team wertvolle Zeit und auch den Anschluss an die Spitze. Die Führung wechselt jetzt regelmäßig, auch bedingt durch die unterschiedlichen Boxenstopps der Top-Teams. Sich zu diesem Zeitpunkt auf ein bestimmtes Auto festzulegen, das für den Gesamtsieg in Frage kommt, schwierig. Nach etwas mehr als 5 Stunden führt Uwe Alzen das Feld an. Seit dem Restart hat der Haribo Mercedes 4 Plätze gut gemacht und springt von 5 auf 1. Seine Verfolger zeigen Nerven. Christian Hohenadel dreht sich auf Platz 2 liegend im Bereich Hatzenbach von der Strecke. Der AMG nicht beschädigt, die Platzverluste aber unvermeidbar. Schrecksekunde auch für Marco Holzer. Ein technischer Defekt im Bereich Kesselchen zwingt den bulligen Bentley von Team Abt vorläufig in die Knie. Der DMSB bringt den Wagen zurück in die Box. Der Regen macht erstmal Pause. Die Streckenbedingungen werden angenehmer. Ja, momentan trocknet es ab, Schritt für Schritt. Ich denke, die meisten waren mit Regenreifen, oder fast alle waren mit Regenreifen unterwegs. Die haben sich jetzt langsam aufgelöst. War ein bisschen schwer die letzten 2, 3, 4 Runden. Jetzt haben wir auch gewechselt Richtung Slicks und jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht. Auch die Lichtverhältnisse wechseln. Bei den ständigen Überrundungen müssen die Piloten jetzt hoch konzentriert sein. Für das Pro-Handicap-Team im Scirocco Cup R läuft das Rennen bisher ohne große Probleme. Der armamputierte Wolfgang Müller liegt mit seinen beiden Teamkollegen Felix und Markus Horn in der 2-Liter-Turbo-Klasse V2T auf Platz 2. Dann beginnt das Drama um den BMW M6 von Jörg Müller. Noch bevor es in die Nacht geht, löst sich der große Traum vom Gesamtsieg mit einem Motorschaden in Luft auf. Ein Schockmoment, sogar bei Mitkonkurrent Dirk Müller. Ja, das ist total verrückt, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Wahrscheinlich kapitaler Motorschaden von unseren Konkurrenten da aus München. Und so eine richtig dicke Rauchwolke dahinter, dass fast die Autos Vollbremsung machen mussten und das auf der Döttinger Höhe. Ist wirklich sehr verrückt momentan. Ich fühle mich, als ob ich schon 24 Stunden hinter mir jetzt habe momentan. Und ich gehe jetzt gleich erst ins Auto. Also ist schon ganz schön verrückt. Die angesprochene Rauchwolke wird Verfolger Uwe Alzen fast zum Verhängnis. Nur mit großem Glück entgeht der Nordschleifen-Experte einem Crash. Beim betroffenen Team ist die Enttäuschung nach dem Ausfall natürlich groß. Ja, der Motor ist geplatzt. Ich glaube, es war letztendlich ein Kolben. Ich habe gerade geschlafen, um mich auszuruhen. Das Team hatte das Auto gerade erst wieder flott gemacht, damit wir überhaupt wieder fahren konnten. Für sie tut es mir am meisten leid. Die Nacht rückt jetzt immer näher. Eine ganz besondere Phase des Rennens. Auf und neben der Strecke. Die Fahrer in den Cockpits müssen jetzt extrem wach sein, um in der Dunkelheit Geschwindigkeiten richtig einschätzen zu können. Einige Piloten meiden sogar das Rennen unter diesen Bedingungen komplett und lassen lieber den Kollegen den Vortritt. Richtig gut läuft es bei den Haribos, die in der Nacht an die Spitze klettern. Geile Überholmanöver, geiler Kampf. Es ist sehr kritisch draußen gewesen, jetzt ist es trocken, jetzt kommt gerade der zweite Haribo rein. Wir waren jetzt auf 1 und 2 gelegen, also es läuft sehr gut. Jetzt kann man auf Slicks wechseln. Wir haben genau eine richtige Strategie, den richtigen Swap hinbekommen von den Reifen her. Das liegt auch vielleicht ein bisschen an der Erfahrung, die wir alle haben, wir 4 Fahrer. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir beide Autos so lange wie es geht fahren lassen. Dann mal schauen, wo wir stehen am Ende. Es ist die Zeit, in der sich die Unfälle häufen. Auch in der Box wird hart gearbeitet. Pausen zum Ausruhen eher selten. Die Teams arbeiten am Limit.
In den frühen Morgenstunden platzt der Traum der Titelverteidigung für die Nummer 1. Nico Müller schlug beim Versuch, einer Ölspur auszuweichen, in die Streckenmauer ein. Der Audi R8 von WRT danach fahrunfähig, kommt nur noch am Abschleppseil durchs Karussell. Das Desaster für Audi anschließend noch größer. Markus Winkelhock kann sich mit einem Schaden an der Radaufhängung nur noch mit Mühe über die Strecke schleppen. Der Grund? Ein Crash mit Markenkollege Conor De Filippi von Land Motorsport. Und das ausgerechnet während einer Code-60-Phase, in der die Fahrer maximal 60 Stundenkilometer fahren dürfen. Für beide Teams das Aus, knapp 10 Stunden vor Rennende. Große Wrackstücke resultierend aus dem Crash, ein zu großes Risiko für die anderen Fahrer. Reifen oder ähnlich große Teile werden daher so schnell es geht von den Stewards gesichert. Eine Unterbrechung des Rennens so nicht nötig. Der Morgen des Finaltages geprägt von zahlreichen Unfällen. Heiko Eichenberg verliert kurz vor der Einfahrt zur Nordschleife die Kontrolle. Eichenberg will seine Fahrt fortsetzen, sein BMW anscheinend noch nicht. Nach einer kurzen Pause kann es aber weitergehen. Martin Ragginger kommt bis auf ein paar kleine Blessuren am Porsche gut durch die Nacht. Der Lohn für den 911er von Falken Motorsports, Platz 14 nach gut 14 Stunden Rennzeit. Fanta 4-Sänger Smudo ist bereits zum 14. Mal beim 24-Stunden-Rennen am Start. In diesem Jahr setzt sein Team auf einen Porsche Cayman. Besonderheit? Getankt wird E20, eine Mischung aus Benzin und Bioethanol. Nach 15 Stunden die Führung in der AT-Klasse. Kaum zu glauben, aber das ist ein BMW M3. Oder das, was noch übrig ist nach harten Zweikämpfen. Sichtlich mitgenommen, aber immer noch im Rennen. Das gilt auch für Peter Schmidt, auch wenn er seinen Audi R8 hier unfreiwillig von der Strecke dreht. Sogar mit Nachschlag. Die Kür auf jeden Fall geglückt. Der zwischenzeitliche Platz 25, aber nicht gefährdet. Das Bentley-Team-Up liefert weiter ein starkes Rennen, ist nach 15 Stunden immer noch gut dabei. Der gelbe Continental auf Platz 10. Ganz solide arbeitet sich Altmeister Bernd Schneider durch das Feld. Zusammen mit Maro Engel, Manuel Metzger und Adam Christodoulou liegen die AMG-Piloten zwischenzeitlich auf Rang 2 mit immer größer werdenden Ambitionen auf den Sieg. Der Morgen begrüßt Fahrer und Fans zum Finaltag. Alle Teams, die es bis hierher geschafft haben, wollen jetzt natürlich unbedingt auch das Ziel erreichen. Die einen mit großen Zielen, die anderen angetrieben vom Willen, einfach nur anzukommen. Der Kampf um die Podiumsplätze geht jetzt erst so richtig los. Und das gilt für alle Einzelklassen. Bernd Schneider mit seinem weißen Mercedes AMG GT3 auf Platz 2 merkt, hier geht was. Es wäre nach 2013 sein zweiter Sieg beim Langstreckenklassiker auf dem Nürburgring. Davon darf auch noch der Mantai Porsche mit der Nummer 912 träumen. Fred Markowicki nach 17 Stunden Sechster. Sein direkter Verfolger? Dirk Werner im Rowe BMW mit Lichthupe auf dem Weg nach vorne. So langsam zollt die lange und harte Nacht ihren Tribut. Am Morgen wird noch einmal Kraft getankt für die entscheidende Schlussphase des Rennens.
Die Top-10-Platzierungen werden immer wieder durcheinander geworfen. Der Grund: die zwischenzeitlichen Boxenstopps und Fahrerwechsel der Teams. Im Kampf um den Gesamtsieg zeichnet sich immer mehr ein Vierkampf ab. Es ist ein Krieg der Sterne. Alle vier Fahrzeuge, die reelle Chance auf den Sieg haben, tragen den Stern auf dem Auto. Zwischenzeitlich erster der blaue AMG von Black Falcon, gefolgt von den Mercedes von HTP Motorsport, Haribo und dem Black Falcon Team um Bernd Schneider. Ein Schockmoment gut 7 Stunden vor Rennende. Nach einem heftigen Zusammenstoß sieht Porsche-Pilot Carsten Judexnes die Strecke zeitweise nur noch von oben. Er kann das Fahrzeug anschließend aber selbstständig wieder verlassen. Der Bereich im Stefan Bellof S wird sofort abgeschirmt. Auch Unfallgegner Indy Donche klettert unverletzt aus seinem Wagen. Ab sofort gilt in dieser Zone Code 60, eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km pro Stunde für alle Autos. An Autofahren ist bei beiden Fahrzeugen vorerst nicht mehr zu denken. Ein Comeback im Rennen unwahrscheinlich. Bernd Schneider nach seinem Stint immer noch im Rennmodus. Das Racing-Fieber mit 51 Jahren noch lange nicht erloschen. Jetzt im Auto Adam Christodoulou. Wer gewinnen will, muss aber an den Jungs von Haribo Racing vorbei. Uwe Alsen, Maximilian Götz, Jan Seifert und Lance David Arnold nach 17 Stunden Rennzeit ganz vorne. HTP-Teammanager Günther Aberer mit seinem Team auf Platz 3 liegend analysiert die Taktik der Konkurrenten. Die liegen mit Dirk Müller im blauen Black Falcon AMG in Schlagdistanz. Auf Platz 5, leicht abgeschlagen, aber in Lauerstellung, hofft der erste Nicht-Mercedes auf Fehler der Top 4. Der BMW M6 mit Lukas Luhr liefert bei seinem ersten 24-Stunden-Rennen ein solides Debüt. Der nächste Tatort, wieder das Bellof S. Diesmal hat es einen Wagen der Scuderia Glickenhaus erwischt. Der 2 Millionen Dollar teure Supersportwagen prallt in einen Porsche. Für den Cayman geht es mit krummer Aufhängung anschließend weiter. Zeit, einen Blick in eine der weiteren vielen Klassen des Langstreckenrennens zu werfen. Im Feld der SP2T-Wagen liegt der Hyundai Veloster mit Jürgen Nett, Joachim Kisch, Alexander Köppen und Timo Schupp in Führung. Und diese gibt das Quartett bis zum Ende auch nicht mehr her. Der BMW mit der Nummer 100 scheint lange Zeit der einzige wirkliche Konkurrent für die mächtigen Mercedes zu sein. Doch 6 Stunden vor Rennende ist auch der M6 geschlagen. Lukas Luhr wird heftig von einem Markenkollegen abgeräumt. Der Wagen und die Podiumshoffnungen auf einmal zerstört. Die sind da zu dritt gefahren und das war ja auch nicht, sagen wir mal, der Gelbe war ja auch so ein bisschen außer Kontrolle darüber gezogen. Schwierig. Beide Fahrer bleiben unverletzt. Bei Luhr sitzt der Schock über das Ausscheiden am Finaltag tief. Nach dem heftigen Crash sucht der 36-Jährige noch im Yokohama S Halt an der Boxenmauer. Die Rolle des ersten Verfolgers der 4-Sterne-Träger an Spitze übernimmt ein weiterer BMW M6. Philipp Eng von Rover Racing aber für einen Angriff zu weit von den Podiumsrängen entfernt. Auch bei den AMGs läuft nicht mehr alles reibungslos. 4,5 Stunden vor Rennende bekommt das Haribo-Team mit Uwe Alsen eine Strafe von 1 Minute und 32 Sekunden wegen Missachtung gelber Flaggen. Ein ganz herber Rückschlag im Titelkampf. Aus diesem dreht sich auch der BMW von Bonk Motorsport. Am Ende steht der vorletzte Platz in der Cup 5-Klasse. Nach 20 Stunden ist das Rennen noch immer völlig offen und die 4 Mercedes-Teams weniger als 2 Minuten voneinander getrennt. Maro Engel, der 2 der 4 Top-Autos pilotiert, hat dabei die größten Chancen auf den Gesamtsieg. Beim zweiten Team von Maro Engel läuft alles nach Plan. Manuel Metzger ersetzt auf Platz 3 liegend nach etwas mehr als 100 absolvierten Runden Adam Christodoulou. Wir pushen hier wie die Hölle, weil wir unbedingt gewinnen wollen. Wir müssen einfach dranbleiben jetzt, uns auf unser Auto konzentrieren und dann versuchen, das Haribo-Team zu überholen. Bei diesen trockenen Streckenverhältnissen haben wir Vorteile. Das liegt uns. Wer dem Druck nicht standhält, macht Fehler. Der BMW von Sorg Rennsport dreht sich erneut von der Strecke und fährt nach 24 Stunden als Sechster der Cup 5-Klasse über die Ziellinie.
Martin Raginger und Falken Motorsports kämpfen zwar nicht um den Gesamtsieg, aber die Top-10-Platzierung mit Position 6 ein starkes Ergebnis. Da tut auch das Überholmanöver des weiter hinten platzierten M6 von Walkenhorst Motorsport nicht weh. Die Schlussphase des Rennens bleibt nicht von Unfällen verschont. Der Audi TT RS mit der Startnummer 104, aktuell auf Rang 2 der Klasse SP3T, wird beim Überrunden im Brünnchen abgeräumt. Der TT kracht in die Leitplanke, strandet im Kies und verteilt diesen auf der Strecke. Und auch das Titelverteidigerteam greift noch einmal ins Rennen ein. Nach dem Ausfall am frühen Morgen allerdings ambitionslos. Renger van der Zande von HTP Motorsport, erster Jäger des führenden Haribo Racing Teams. Wir sind nur knapp dahinter. Ich kam als Führender rein, aber ich glaube, der Haribo war wieder ein Stück vor uns anschließend. Aktuell Platz 2. Aber ich glaube, es gibt hier nur einen Platz auf der Nordschleife. Und das ist Platz 1. Wir geben alles. Das ständige Wechselspiel an der Spitze geht 4 Stunden vor Rennende weiter. Neuer Spitzenreiter, der blaue Black Falcon Benz, übernimmt Platz 1. Im Bereich Hatzenbach erwischt es den Traumwagen von Konrad Motorsport. Der Lamborghini Huracan dreht sich und schlägt rückwärts in die Leitplanke ein. Am meisten leidet das Heck des italienischen Fabrikats. Team Haribo gibt nicht auf. Wohlwissend, dass man noch eine etwas mehr als 1,5-minütige Zeitstrafe absitzen muss, attackiert man den führenden Black Falcon. In der Klasse TCR ist das Team von Matilda Racing das Maß der Dinge. Der graue Seat Leon TCR nicht zu schlagen. Unterdessen rückt der weiße Black Falcon vom Bernd Schneider Team wieder dichter an die ersten Plätze ran. Es ist eine Phase, die von Strategie geprägt ist. Wie oft muss noch gewechselt werden? Wie lange hält der aktuelle Tank? Für Titus Dittmann bleibt das diesjährige Rennen in keiner guten Erinnerung. Seine gasbetriebene Viper erreicht das große Ziel nicht. Dafür kämpft umso mehr das Rowe Racing Team. Aber mit Platz 5 kann man nur noch auf Ausrutscher der Konkurrenten hoffen. Beim weißen Black Falcon Team läuft auch bei den Stops alles rund. Für Bernd Schneider kommt die gute Platzierung vorne nicht überraschend. Die Vorbereitung und der neue AMG GT3 ist ein super Auto. Das haben wir in den anderen Meisterschaften schon gesehen. Und das gewünscht Glück auf unserer Seite, denn die Mitbewerber haben doch ein bisschen geschwächelt und waren relativ mit ihren besten Autos schon raus. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, waren wir sehr gut aufgestellt. Und wir haben uns lange auf dieses Rennen vorbereitet. Hat eigentlich angefangen letztes Jahr, nachdem es nicht so gut gelaufen ist, haben wir direkt zusammengesetzt und gesagt, was müssen wir besser machen. Und danke an AMG und die Unterstützung von unserem Chef Tobias Mörs, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, uns so auf dieses Rennen, auf dieses große Rennen vorzubereiten. Schneider kennt die schwierige Strecke perfekt und zwingt den AMG zu Höchstleistungen. Ob das reicht? Schneiders größter Konkurrent ist der mittlerweile wieder führende Christian Hohenadel. Gut eine Stunde vor Rennende, damit schon mehr als 30 Führungswechsel. Aus dem rundenlangen Vierkampf wird immer mehr ein Duell. Die Zeitstrafe tut Haribo richtig weh. Trotzdem Uwe Alzen noch mit Chancen auf Rang 3. Beim Erstplatzierten macht man sich bereit für einen Boxenstopp. Die Frage, wird es auch der letzte sein? Reicht der Tank bis ins Ziel? Christian Hohenadel bleibt im Auto. Er ist jetzt der entscheidende Pilot für die Schlussphase. Der beste R8 im Feld ist der zweite Audi von WRT. Mit Platz 8 am Ende liegt man allerdings weit hinter den Erwartungen zurück. Auch Schneider kommt noch einmal in die Box. Maro Engel übernimmt das Steuer für das große Finish. Wenn Hohenadel vorne aber nicht mehr nachtanken muss, war es das mit dem Sieg. Hohenadel pusht. Im Hinterkopf eventuell noch einmal zum Tanken an die Box fahren zu müssen. Der Abstand zu Maro Engel noch komfortabel. Noch. Verfolger Engel weiß, wenn das Führungsteam noch mal nachtanken muss, kann er es vielleicht nach ganz vorne schaffen. Aber das Überrunden auf der Nordschleife ist schwierig und er verliert wertvolle Sekunden.
Was für ein Rennen. Bis hierhin geht der Plan von HTP Motorsport auf. 20 Minuten vor dem Ende hat man einen 55-sekündigen Vorsprung auf den zweitplatzierten Engel. Das wäre, Stand jetzt, der sichere Gesamtsieg. Ein Blick in die HTP-Box verrät, siegesicher ist hier noch keiner. Ja, das Problem ist das, dass wir erst in Döttinger Höhe entscheiden können, in die letzte Runde rein, ob wir nochmal tanken müssen oder nicht. Unsere Ingenieure rechnen jetzt fieberhaft jeden einzelnen Zehntel, einen einzelnen Liter aus. Wir hoffen, dass es reicht. Es reicht nicht. Hohenadel muss 8 Minuten vor Rennende zum Nachtanken in die Box. Eine Riesenchance. Engel mit der Möglichkeit, Führung und Sieg ganz kurz vor Schluss zu klauen. Hohenadel muss angeschoben werden. Irgendetwas stimmt nicht. Doch der Motor springt an. Ab jetzt können die Mechaniker nichts mehr tun. Im Rückspiegel taucht bereits Maro Engel auf. Doch es reicht für Hohenadel. Zumindest vorerst. Es wird nicht nur knapp, es wird ein Herzschlagfinale. Daumen drücken in der Black Falcon Box. Und Engel ist schneller. Der ehemalige DTM-Pilot erhöht den Druck. Der Abstand zu Hohenadel wird immer geringer. Hat man sich mit der Tankstrategie bei HTP verpokert? Parallel geht es ins Karussell. Sollte Verfolger Engel diesen Speed beibehalten, könnte er einen Angriff starten. Die Uhr tickt. Ist das schon die letzte Runde und damit die letzte Chance an der Führung noch etwas zu ändern? Wenn das Fahrzeug an der Spitze noch vor Ablauf der Rennzeit die Ziellinie überquert, muss eine weitere Runde gefahren werden. Hohenadel, der wenige Minuten zuvor nur für eine kurze Distanz nachgetankt hat, könnte dann Probleme bekommen. Ein unfassbarer Krimi nach nicht ganz 24 Stunden. Und tatsächlich, als die Kontrahenten die Ziellinie überqueren, sind noch 37 Sekunden auf der Uhr. Gut für Black Falcon, eine Zitterpartie dagegen für das AMG-Team HTP Motorsport. Denn so heißt es noch einmal 25 Kilometer zittern. Stoßstange an Stoßstange, Lenken am Limit. Maro Engel jagt seinen Markenkollegen, wartet auf seine Chance und drückt sich mit Lackaustausch in der letzten Runde vorbei. Ein emotionaler Showdown. Motorsport total. Werbung für diesen Sport. Der 30-Jährige danach, wie entfesselt, kann sich sofort absetzen. HTP-Teammanager Günther Aberer, alles andere als amused. Mit dem harten Manöver gar nicht einverstanden, legt kurz darauf für sein Team Protest ein. Aus der Luft der Sicherheitsabstand von AMG-Team Black Falcon deutlich. Hohenadel kann nicht mehr zurückschlagen. Ein Grund, der knappe Tankinhalt. Wenn er jetzt liegen bleibt, ist auch Platz 2 weg. Riesenjubel im Ziel. Nur 5,6 Sekunden trennen den ersten und den zweiten. Das ist der engste Zieleinlauf in der Geschichte des 24-Stunden-Rennens. Maro Engel beschert seinen Teamkollegen auf der letzten Runde den Gesamtsieg. Aberer wutentbrannt sucht den direkten Weg zur Rennleitung. Engel lässt sich feiern. Bernd Schneider, Manuel Metzger, Adam Christodoulou und er gewinnen die 44. Auflage des Langstreckenklassikers. Auch die Plätze hinter dem Top-Duo sind vergeben. Uwe Alzen, Lance David Arnold, Maximilian Götz und Jan Seifert holen sich in einem gezeichneten Haribo AMG den 3. Platz. Vielleicht wäre ohne die Zeitstrafe sogar noch mehr möglich gewesen. Hubert Haupt, Jelmar Burmann und Dirk Müller landen am Ende auf Platz 4. Der beste Abt Bentley kommt als 7. ins Ziel und kann sich damit nach Mercedes und BMW als drittstärkste Marke im Feld feiern.
Maro Engel, am Ende überglücklich, aber auch mit den Gedanken beim geschlagenen Team. Ich hab alles gegeben. Es war 1,5 Stunden lang nur Qualifying am Ende. Es waren unglaubliche 24 Stunden. Die Jungs von AMG, Dreifachsieg, der absolute Hammer. Die Jungs von AMG Team Black Falcon. Und ich gehe jetzt zum Christian, weil der Christian ist ein Megatyp. Und so sehr ich mich für mich freue, für ihn tut es mir leid. Beziehungsweise für die HTP-Jungs, die haben einen Mega-Job gemacht. Und es ist hart, auf der letzten Runde es dann aus der Hand genommen zu kriegen. So sieht es aus. Ich kann es gar nicht glauben. Ist das echt? Das ganze Wochenende war einfach nur unglaublich. Alle Jungs hier haben einen fantastischen Job gemacht. Einfach unglaublich. Ich habe so etwas noch nie auf der Nordschleife erlebt. Nicht die letzten 20 Jahre. Black Falcon und Mercedes jubeln am Nürburgring. Die letzte Runde ist die schönste. Der Protest von HTP Motorsport wird abgewiesen. Die Rennleitung beurteilt das entscheidende Duell zwar als hart, aber fair. Das Team verzichtet nach der Verkündung auf eine Berufung. Und dann ist es endlich soweit. Bernd Schneider, Adam Christodoulou, Manuel Metzger und Maro Engel strecken den prestigeträchtigen 24-Stunden-Rennen-Pokal in die Luft. Und das absolut verdient. Was für ein Rennen 2016.